Ich will nicht. Too hot to handle. Bei der Serie geht's darum, dass 5 heiße Typen und 5 heiße Mädels auf einer einsamen Insel sind und sie bekommen $100.000, wenn sie einen Monat lang nichts miteinander haben. Und ich habe gerade heftig doll auf meinen Tisch geschlagen. Bisschen unnütz. In meiner letzten Reaction auf Tour to Handle sind wir auf jeden Fall an der Stelle stehen geblieben, wo die gerade einen Workshop abgeschlossen haben, der die näher zusammenbringen soll. Allerdings nicht auf Ebene, sondern auf geistiger Ebene. Und da schauen wir jetzt mal weiter. Nach dem Shibari-Workshop versucht Rhonda, ihre Gefühle zu entwirren, während Sharon seine unter einem großen orangefarbenen Kissen versteckt. Ja, wir sind direkt mittendrin. Ich mag dich wirklich. Oh. Ich will dich richtig kennenlernen. Und ich will das nicht versauen. Oh, wie süß. Geh erstmal pissen. Ich hab Schiss, mich in Rhonda zu verknallen. Meine Ex verließ mich für meinen besten Freund und hat mein Herz gebrochen. Was will ich nie wieder durchmachen? Alter. Ja, dann kann ich verstehen, dass er Liebe gegenüber so ein bisschen resistent ist aktuell. Ich hab Gefühle für Sharon. Mhm. Er ist ehrlich zu mir, was ich zu schätzen weiß. Ja. Ehrlichkeit ist wirklich mit das Allerwichtigste. Allerdings muss man natürlich sagen, wir befinden uns gerade in Folge 3. Also ich denke, die beiden werden auf jeden Fall zusammenkommen. Boah, da wäre ich so gern gerade. Es ist schön mit dir. Du bist ein toller Mensch. Das war mal ein Korb auf einer ganz anderen Liga, Alter. Bubble. Er drückt ihr so voll seine Gefühle für sie aus und sie so, yeah. Unsere Lampe. Ja, mal schauen, was sie diesmal wieder für ein Problem hat. Das Date war toll und Ich erahne ein Aber. Und? Ah, okay. Ich sollte nicht so oft stoppen, ne? Ich glaube nicht, dass aus uns was Ernstes werden kann. Yeah. Oh, da. Boah, Bro, du wurdest ganz böse gefriendzoned gerade. David ist ein netter Typ. Aber es funkt irgendwie nicht. Ah, klar, dass die Lampe wieder auf Funken steht. Straight in. Das ist ärgerlich. Ja. Ich weiß nicht, wann das zum letzten Mal passiert ist. Also bei mir gefühlt jede Stunde. Nee, also jetzt mal Real Talk. Ich dachte wirklich, dass zwischen den beiden was Ernstes bei rumkommt. Weil die waren ja auch die Ersten, die dieses Date da hatten. Und das lief ja auch eigentlich ganz gut, obwohl das Ende war dann nicht mehr so nice. Und auch dieses Komische mit dem Verknoten, das war ja auch nicht so gut bei denen. Aber... Wie hießen die beiden nochmal? Heute wurde viel Vertrauen aufgebaut und gekittet. Mhm. Doch Lana hat Neuigkeiten, die das alles zunichte machen könnten. Oh! Oh, stimmt! Stimmt! Die anderen wissen ja noch gar nichts von dem Kuss. Von Jessica und Haley. Oh, wow! Dann, den habe ich ja schon voll vergessen wieder. Ich finde, falls uns jemand beschuldigt, müssen wir darüber lachen und dürfen nicht gereizt reagieren. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hallo Haley und Francesca. Hi, Lana. Hey. Bitte begebt euch mit den anderen zur Feuerstelle. Geht klar. Jetzt wird's interessant. An alle unter euch, die das nicht mitbekommen haben, die beiden haben ein Problem mit den meisten anderen aus der Gruppe, weil die beiden so ein bisschen die Unruhestifter sind. Sagen die anderen. Weil laut Harry hat Francesca den ersten Kuss da damals initiiert, obwohl es eigentlich Harry war. Und das fand Francesca nicht cool, deswegen hat Francesca mit Haley rumgemacht. Oh, das ist schon so verstrickt und wir sind gerade mal in Folge 3. Unfassbar. Naja, egal. Auf jeden Fall wird der Kuss von denen jetzt wahrscheinlich von Lana vorgestellt und die verlieren wieder 3.000 € Preisgeld. Was Lana wohl will? Ich hoffe was Gutes. Ja, wahrscheinlich. Zeit, euer Pokerface aufzusetzen, Mädels. Krass. Ey, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Es kann ja auch sein, dass Lana einfach direkt sagen wird, ja, Francesca und Haley haben rumgeleckt. Und dann weiß einfach jeder direkt Bescheid. Hallo. Hallo. Hi. Was geht? Es gab einen Regelverstoß. Und das Preisgeld wurde entsprechend gekürzt. Ey, man sieht jedem so an, von wegen, hä, wer denn? Wir haben uns doch alle dran gehalten. Was wäre ein Drama ohne eine gute Nebendarstellerin? Oh mein Gott. Wie? Was? Hä? Who was it? Ey, wer war's? Ihr seid so gemein. Guck mal, wie die sich dann auch freuen. Wer war's? Ihr habt gerade jeder 300 € verloren.
Nur durch euren dummen Kuss um die anderen, ey. Francesca, das geht nicht klar, aber wenn du nur darüber reden willst... Halt dein Maul. Wenigstens Nicole ist reinen Herzens und respektiert Lanas Regeln. Aha. Ich bin so neidisch, ich will auch... Aber irgendwie will ja niemand was von ihr. Also no front, Nicole, bist ein wunderhübsches Mädchen, aber irgendwie spielt sich gerade die ganze Serie ab mit diesen neuen Leuten und dann gibt's noch Nicole und die ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Es ist so wie das Obst im Kühlschrank. Ja? Man nimmt immer nur die leckeren Sachen und irgendwann denkt man dann so, ach guck mal, da hinten liegt ja auch noch was. Aber das ist dann auch schon vergammelt und so. Sie ist das Obst im Kühlschrank. Ich bin schockiert. Ey, komm, halt's Maul! Das war Oscar-reif. Es war überhaupt nicht Oscar-reif! Das war total affig, was ihr da abgezogen habt. Ich habe dadurch zwar überhaupt keinen Nachteil, aber mich regt's trotzdem auf, weil sie die Gruppendynamik komplett zerstört haben. Strafe muss trotzdem sein. Oh, okay. Ihr habt $3000 verloren. Aha. Also nochmal ein Kuss. Es war ein Kuss. Ich meine das nicht böse, aber was war mit der Erdbeere? Widerlich, Digga. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Er hat reingebissen und sie ausgespuckt. Mhm. Ja, das war kein Kuss. Ich war's nicht. Er war's auch nicht. Ich frag mich, ob die's raushauen. Was ist mit euch? Ja, ey, frag doch jetzt nicht jeden. Gebt es doch einfach zu, verdammte Kacke. Wenn ich eins hasse, dann beschuldigt zu werden. Mhm. Ihr verheimlicht was. Sei ruhig, Hayley. Wirklich. Was war letzte Nacht im Bad? Ey, da... Mann, die wissen doch, dass sie das waren. Ich weiß, die spielen das gerade einfach nur so ein bisschen rum. Was ist denn letzte Nacht im Bad? Aber es macht vorne nicht keinen Sinn. Die haben auch Geld verloren. Die stehen dadurch um kein Will, um kein... Bubble. Die haben selber Geld verloren. Sie stehen dadurch auch nicht besser bei der Gruppe da. Es hat quasi nur negative Auswirkungen. Nur negative. Es hat absolut gar keinen Sinn gemacht. Geh hier nicht mit einer Beziehung raus. Mhm. Oh, kann bitte Rhonda. Jemand Sharon die Schaufel wegnehmen, bevor er sich sein eigenes Grab gräbt? Rhonda zerfällt locker gerade so das komplette Herz und 10 Milliarden Einzelteile. Das Preisgeld beträgt noch $94.000. Mhm. Besser als nichts. Rugby! Das Wichtigste ist, dass wir ehrlich sind und zu unseren Fehlern stehen. Ja. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ey, die beiden regen mich so auf. Mir reicht's. Sollen wir gehen? Oh. Ja. Oh, die beiden. Ach. Wollt ihr entlarvt werden? Ich dachte, die sagen es jetzt. Vielleicht waren dies ja. Oh. Jesus! Der hat Allwissenheit. Vielleicht weiß der, dass die das waren. Irgendwie geht's in meiner heutigen Tour to Handle Reaction überhaupt nicht um irgendwelche Intimitäten zwischen den Leuten da untereinander, sondern nur um Drama. Und ich hasse Drama und will, dass die beiden Mädels das jetzt endlich mal auflösen. Ich vertraue Hayley und Francesca kein Stück. Ich auch nicht. Die manipulativste Person im Haus hängt mit der dümmsten Frau der Welt rum. What? Digga, Jesus, teilt aber mal ordentlich aus. Sieht da keiner ein Problem? Doch. Hier, ich, Jesus. Ich sehe da. Nicht? Ich sehe da ein Problem. Das ist genau mein Blick, den ich die ganze Zeit in mir trage. Alles lief genau so wie geplant. Mhm. Francesca und ich sind Genies. Wir sind Genies. Halt ihr doch fressen. Hey, mich regt das richtig auf. So ein richtiger Zickenkram, die da abziehen. Nach Sharons schockierender Offenbarung am Lagerfeuer will Rhonda verständlicherweise antworten. Oh. Das ist so eine diepe Folge heute. Es ist eine Sache zu fragen, ob ich es war. Ja. Aber mit dem Finger zu zeigen? Mhm. Echt frech. Ich habe das Gefühl, du hast eine Mauer um dich rum. Mhm. Ich bin eine Mauer. Ja, okay. Du bist ein guter Mensch und eine tolle Frau. Mhm. Aber wir kennen uns noch nicht lang. Mhm. Sehe ich genauso. Will einfach nicht, dass man mir nochmal das Herz bricht. Mhm. Voll der Süße. Meine Ex hat mich mit meinem besten Freund beschissen und ich will nie wieder fühlen, was ich damals gefühlt habe. Krass. Ich glaube aber trotzdem, dass Sharon und Ron da zusammenkommen werden am Ende. Wie seht ihr da? Stimmt mal oben ab, interessiert mich überhaupt nicht. Top. Mein Herz sagt mir, erinnere dich an den Schmerz, den du durchlebt hast. Mhm.
Aber mein Kopf sagt, sie ist ein toller Mensch. Ja, krasse Gedanken. Kann ich hundertprozentig komplett nachvollziehen, was er da sagt. Aber Bruder, Sharon, du musst dich ja weiterentwickeln. Du kannst ja jetzt nie wieder... Junge, ich höre mich ja an wie ein Therapeut, Alter. Komm mal klar, Luca. Du wurdest verletzt. Das verstehe ich. Aber dir ist das einmal passiert. Mir dreimal. Oh, what? Ich weiß also, wie das wehtut. What? Dreimal? Alter! Aber das ist krass, dass sie beide diesen Schmerz hatten. Deswegen wollen sie beide das nicht dem anderen antun. Ey, geht weg aus dieser Show. Scheißt auf das Geld. Kommt einfach zusammen, ey. Ihr werdet ein Traumpaar. Au. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du auf mich wartest. Alter. Sharon lässt mich nicht an sich ran. Und selbst wenn er aufmachen würde, weiß ich nicht, ob er der Mann ist, den ich brauche. Krank. Ey, ich hab Gänsehaut, Leute. Das hätte ich ja nie gedacht, als ich mir die erste Episode von dieser Serie namens Finger weg, aka Tour to Handle, angeschaut habe. Hätte ich niemals gedacht, dass ich in der dritten Folge hier stehe und mir denke, bitte kommt zusammen, ich hab Gänsehaut, bitte sagt euch das. What? An der Stelle würde ich mein heutiges Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch mal wieder meine Reaction auf Too Hot to Handle gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einer Bewertung unter dem Video. Hier schaffen wir 50.000 Likes. Ich weiß, es ist eine große Zahl, aber es wird mir halt zeigen, yo, ihr feiert die Serie, ihr feiert meine Reaction. Also gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Jetzt befinden wir uns allerdings auch schon im Outro, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid und auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt auf den Smiley, denn dadurch könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Werdet Teil der Luke Crew, beste Crew der Welt. Und hier ist ein Video verlinkt, was eben auf meinem Zweitkanal online gegangen ist. Also könnt ihr auch gerne draufklicken und es euch anschauen. Woo, tschüssi!